Hallo Freunde und willkommen zurück in Super Mario Galaxy 2. Wir sind inzwischen in der dritten Welt, wo sehr schöne Musik spielt, muss ich sagen. Und gehen mal gleich wieder an den Anfang zurück in die Wuchtwipfel-Galaxie. Wir haben hier schon eine Galaxie mit einer goldenen Krone abgeschlossen. Sehr nice, also 100%, klar, kennt ihr. Und jetzt kommt hier wieder Kometenala! Und wir gehen zum ersten grünen Stern. Haben sich hier auch immer schön die Namen gespart und die einfach Grünstern 1, 2 und 3 genannt. Okay, hier glitzert was. Okay, hier bei der Pflaume da, was auch immer, glitzert, das kann ich mir schon mal merken. Aber hier soll ich auch nochmal schon. Ach, und der Baum schaut cool aus. Ich freue mich schon so auf das Wii U, auf das Wii U Mario Spiel. Wenn ich da hier diesen riesen Baum sehe, ey. Stell ich das mal in richtig geiler HD-Grafikform mit strahlenden Farben und vor allem den schönen Lichteffekten, die man in guten HD-Spielen hat. Ach ja, da freue ich mich schon drauf. Und das muss man hier timen, oder? Ach nein, da ist noch eine Frucht. Gut, da hätte ich vielleicht drauf schauen sollen. Okay, hier anhalten, Yoshi, bitte. Wie halte ich denn? Ach, A drücken, okay. Zack, aber wir können ja gleich nochmal eine holen. Oh, und hier glitzert auch schon. Oh, wow, warte mal. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das der Sternenring ist oder ob das... irgendwas ist hier noch. Yoshi, können wir schauen? Ja, wir dürfen uns umschauen. Da ist er! Okay, über dem da. Kommen wir denn mit dem Yoshi hin? Verdammt, nicht ganz, aber ho. Okay, nochmal genotlandet hier. Das heißt, nicht nochmal ganz rauf. Okay, hoffentlich kommen wir mit dem... einen dicken Yoshi dahin. Können wir nochmal fliegen? Ja, wir können nochmal segeln. Okay, denn jetzt ist das Ganze, glaube ich, relativ einfach. Ja, okay, dann machen wir das halt ohne Yoshi. Na, okay, so sollte das eigentlich nicht ablaufen. So, und jetzt abspringen. Ja, Mario, was ist denn los? Ich sehe es ja nicht wirklich, das ist mein Problem. In welche Richtung springe ich denn? Kann ich die Kamera drehen? Nein. Das ist natürlich wieder hier eine Fail-Kamera. Stelle ich mir einfach mal drunter und versuche gerade hochzugehen. Okay, ich mach's mir auch schwer. Jawohl, dann haben wir den ersten Stern heute mal wieder richtig schnell mitgenommen. Das läuft doch wieder. Eigentlich seit dem letzten Part ist ja eigentlich hier unsere Sternenquote wieder im grünen Bereich, würde ich sagen. Verstehst du wegen Grünstern und so? Ja, ich weiß. Ja, und was ich auch weiß, ist, dass wir schon mehr in Richtung 200 Sterne gehen, anstatt 150, 120. Also wir haben jetzt schon wieder einen Haufen Sterne gesammelt, einen Haufen Grünsterne. Ja, verstehst du, was ich meine? Ich laber schon wieder. Komm her, dann auf zum zweiten Grünstern, Freunde. Ach, ich weiß nicht. Irgendwie, ich muss sagen, hin und wieder hatte ich schon ein bisschen, also jetzt hatte ich keine Lust, aber Super Mario Galaxy 2, weil nach so einem Fail-Part ist man schon ein bisschen demotiviert gewesen. Aber sobald man dann anmacht und einfach die Musik schon hört, dann hat man wieder so richtig Bock auf das Game. Also, die Musik hier ist... Also passender könnte es nicht sein, finde ich. Da hat man... Also Musik ist, finde ich... Wenn es die Musik in einem Videospiel schafft, dass man Bock auf das Spiel hat, dann ist sie, finde ich, hat sie es richtig gemacht. Wow. Okay, das ist jetzt meine Definition. Natürlich gibt es da andere Leute, die sagen, das ist irgendwie anders, aber... Nö, ich finde, das hört sich ganz plausibel an. Okay, jetzt müssen wir nur schauen, wo ist denn überhaupt der Sternenring? Genau, da ist er. Okay, Yoshi schafft das noch. Ja, danke sehr. Ach, und wir können Yoshi ja mitnehmen, stimmt. War hier nicht eigentlich auch noch ein Rutschenlevel oder so? Dachte ich eigentlich. Und hier hat man es schon eindeutig glitzern und... Oh. Mein wackelkontaktiger Nunchuck wieder. Nunchuck, ja, Nunchuck oder Nunchuck. Ich glaube, ich habe immer Nunchuck meistens gesagt. Wow, aber jetzt fail ich hier, ja. Okay, das hätte ich vorausahnen können. Yoshi, nicht wegfliegen. Der wollte schon wieder in seinen Tod springen. Oder ich weiß gar nicht, springt Yoshi hier in den Tod? Ich glaube ja nicht, ne? Oh, okay, da muss ich mich runterfallen lassen. Das ist aber, glaube ich, relativ einfach, oder? So, oh. Ah, ich glaube, ich schnapp mir mal das ab hier. Zack. Können wir nie nur genug haben. Wer weiß, was als nächstes wieder kommt. So, und dann... Tut mir leid, Yoshi. Aber du hast dich geopfert für die gute Sache. Und zwar einen grünen Stern, von dem wir ja nur 200 haben. Schon fast. Ja, okay, fast. In Anführungszeichen, ja. Also,
Da fehlt schon noch einiges. Okay, jetzt hoffe ich, dass das dritte Level noch ein Rutschlevel ist. Ich weiß zwar, dass ich nicht gut in dem Rutschlevel war und dass es eigentlich ziemlich schwer war. Aber wäre ganz lustig, dass ihr am Ende des Let's Plays... Ja, okay, am Ende des Let's Plays. Mir kommt schon so vor, als würde das Projekt irgendwie in den letzten Zügen liegen. Derweil haben wir ja noch fast an die 100 Sterne oder 80 oder 90 zu holen. Komm her, Alarm! Auf zum dritten Stern. Ich hoffe, das ist ein Rutschlevel. Ich glaub's ja eigentlich schon. Ja, hier sind wir wieder bei der Rutsche. Nice. Okay, Freunde, da gibt's wahrscheinlich wieder einige Fails. Aber komm, macht doch Spaß. Ach, wir müssen auch erst hinlaufen. Ist ja öde. Na gut, dann hier wieder den normalen Anstieg mit Yoshi. Aber die Musik hat sich verändert und... Ach, Yoshi ist jetzt nicht mehr da. Wie kommen wir dann da hoch? Ach, wir haben jetzt halt hier, andere, so Lianen. Ach, komm. Ich sollte vielleicht vorher überlegen, was ich sagen will. Das wäre gar eigentlich ganz gut. Oh, aber mir fällt gerade auf, die könnten noch trotzdem noch ganz fies irgendwo die Sterne verstecken auf dem Weg. Na gut, das hoffe ich jetzt einfach mal nicht. Und hoffe, dass das Ding hier irgendwo auf dem Weg ist. Glitzert hier? Nein, hier hört man nur die Kometen. Oder ja, diese Mini-Kometen da runterfallen. Hier geht's jetzt auch nicht. Okay, Freunde, dann auf die Rutschpartie. Ach, die Musik ist so geil. Super Mario 64. Die Schlossrutsche. Wenn die so hieß. Ich hab's jetzt einfach mal so genannt. Aber wir sollten jetzt erstmal Augen offen halten nach erstens ein One-Up. Und zweitens noch einen Grünstern vor allem. Und sorry, ich hab's gerade ein bisschen im Hals gehabt. Konnte mich jetzt nicht wegbewegen, weil ich mich hier echt konzentrieren muss. Okay, bis jetzt ist das hier noch easy. Boah, das mit den lila Münzen, das war böse, muss ich sagen. Okay. Ja, wahrscheinlich ist jetzt der Grünstein gleich an irgendeiner unmöglichen Stelle, wo man dann irgendwie auch über Kopf hingehen kann oder so. Na, oh, die Wickler sind sauer. Ich weiß nicht, Freunde, lasst mich Ruhe. Okay. Bleib mal hier so. Okay, das war vielleicht nicht so gut, aber... Wow, wow, wow. Nein! Ah, verdammt. Ich glaube, an der Stelle bin ich früher auch oft verreckt. Auf jeden Fall kam sie mir irgendwie bekannt vor. Na gut, dann nochmal. Ach, aber das... Der Hauptgrund, warum ich, glaube ich, das Ding hier mag, ist, weil die Musik so geil ist. Ach, die Musik ist so geil. Und wo? Spring, Mario! Okay, aber jetzt nicht mitsingen, sondern lieber fahren und reden. Hier noch ein paar Dinger mitnehmen, Sternteile, glaube ich. Ist ganz gut, die mal nebenbei zu sammeln. So, dann muss ich am Ende nicht so viele nachholen, weil ein paar tausend werden wir wahrscheinlich schon abdrücken müssen. So, geh mal rechts rum. Und... Achso, ich dachte jetzt schon, ich müsste schon springen, aber nee. Da ist genug Zeit gewesen, hier so rum. Wann kam jetzt nochmal die Stelle? Die kam jetzt nach der nächsten Röhre, glaube ich, oder? Wenn man hier von den Entwicklern erwischt wird, ist ja nicht so schlimm eigentlich. Aber die Stelle da vorne, die ist böse. Okay, ich muss einfach gerade bleiben. Dann kann mir das nichts passieren, genau. Ganz einfach. Okay, jetzt aber ist noch nicht vorbei. Ausschau halten nach dem... Oh, ach, der Ware. Die Assi. Und genau am Ende, okay. Boah, wie war denn der? Ich muss weiter links, okay. Ich habe jetzt gerade gar nicht mehr wirklich im Kopf, was ich machen musste, um den zu bekommen. Also ich habe jetzt halt gerade nicht das Bild im Kopf, weil es so schnell wieder weg war. Aber ich glaube, wir mussten uns einfach links halten am Ende, oder? Muss ich noch springen oder so? Na, ich hoffe mal, ich halte mich einfach links und hoffe, dass wir ihn erwischen, ne? Das ist natürlich böse, dass der genau am Ende ist. Müssen wir wieder alles durchfahren. Aber komm, die Musik dankt es einem. Na, hier wieder drüber. Zack. Auch immer das Ding gebaut hat. Ich würde auch gerne mal damit fahren. Vielleicht nicht mit ganz so vielen Gegnern drinnen. Aber würde bestimmt Fun machen. Okay, ich weiß aber nicht, ob das meine Schuhe auch so mitmachen würden wie Marius hier. Die sind ja schon so im Arsch, glaube ich, inzwischen. Finde ich auch lustig, dass sie das Rutschen hier umgedacht haben, weil das letzte Mal, als wir so einen Rutschlevel hatten, oder ich habe jetzt auch Sunshine gar keinen mehr im Kopf. Kann aber sein, dass ich da jetzt etwas vergessen habe. Wenn ja, dann verbessert mich mit den Kommis. Oh. Das letzte Rutschlevel war ja, glaube ich, in Super Mario 64, oder? Okay, jetzt hat links halten. Verdammt nochmal links halten! Und was? Ich habe gedrückt! Nein! Okay, ich habe anscheinend zu spät gedrückt. Verdammt, ich dachte, ich habe noch... Ah. Okay, fail. Aber die Rutsche ist ja nicht so lang, komm.
Dann Weitsprung gleich hier rein. Ach, und die Musik startet schon, bevor wir den Boden berühren. Ja, genau, wir spielen ja noch. Ich weiß gar nicht so wirklich mehr, was ich zu der Stage sagen soll. Wir kennen sie jetzt eigentlich schon auswendig. Und eigentlich ist es ja ganz einfach, oder? Also, wenn man hier... Man hält sich einfach auf dem Weg und dann kommt man da ja ohne Fails locker durch. Ein, zwei Gegnern ausweichen, aber das ist echt kein Problem, also... Weiß nicht, warum ich mich dann im vorigen Part so angestellt habe. Okay, bei den 100 roten Münzen kann ich's verstehen. Aber irgendwie kommt mir gerade zuvor, hätte ich vorhin 1000 lila Münzen gesagt und gerade habe ich rote Münzen gesagt. Ach, ich laber. Man merkt, dass ich mich nebenbei hier versuche, auf die Stage zu konzentrieren. Denn jetzt sind wir schon wieder hier an der gefährlichen Stelle. Nein, noch nicht ganz. Oh, was mache ich denn? Jetzt wird's natürlich gefährlich. Aber natürlich mit meinen Pro-Skills hier. Luck. Ja, vor allem Luck. Oh Mann, ey, ich wollte jetzt gerade meinen Kopf gegen den Mikroschutz hauen, dabei ist dahinter ja das Mikro. Was mache ich denn schon wieder? Okay, jetzt haben wir doch noch ein paar Fails hier. Gut, da rede ich gerade davon, dass das Level einfach ist, aber ist irgendwie immer so. Sobald man anfängt davon zu reden, haut's einen auf die Fresse. Auf jeden Fall ist es bei vielen Sachen irgendwie so. Kommt mir auf jeden Fall so vor. Ja, deswegen sage ich jetzt einfach mal, die Stage ist voll schwer oder so und dann passiert wieder das Gegenteil und dann schaffe ich's. Okay, klingt das nach dem Deal, Stage? Ja, ich lasse nicht mit sich verhandeln, glaube ich. Aber ich soll ja einfach früher springen, dann klappt es schon. Okay, der Wickler hier, der ist nicht sauer. Der hat wahrscheinlich die anderen Wickler sauer gemacht, indem er irgendwas kaputt gemacht hat und ey Mann, ey, mach nicht unser Zeug kaputt. Aber ja, solange sie uns nichts machen, kann mir das egal sein. Okay, wir sind wieder in der Mitte. Genau das habe ich eigentlich gemeint, wenn man die Stage kennt, dann weiß man, dass man hier in der Mitte bleiben muss. Und dann kommt man da auch ohne Probleme rüber. Und ich habe es vergessen vor lauter Reden. Okay, jawohl, jetzt haben wir sie. Und ja, war eigentlich gar nicht so schwer. Warum habe ich schon wieder so viele Versuche gebraucht? Naja, komm. Haben wir die Galaxie? Ja, wir haben jetzt die Galaxie schon wieder komplett, geil. Dann können wir auch gleich eine neue anfangen eigentlich, oder? Ja, können wir. Ich schau mal auf die Uhr. Ja, Zeit ist noch genug. Dann müssen wir erst nochmal safen. So. Und ja, der empfiehlt uns wieder einen zwei Spiele, aber ich habe keine Freunde. Oder auf jeden Fall nicht im Let's Play. Also, ich habe jetzt... Ja, im Let's Play spiele ich nicht zu zweit. Das wollte ich sagen. Ach komm, dreht mir nicht die Worte im Mund um, Leute. Hier haben wir nämlich, ja, Kometenalarm, uhuhui, wie wir es schon 100.000 Mal gehört haben, mit dem ersten Grünstern. Was ist denn hier? Okay, ich habe schon wieder Glitzern gehört, war das Kometenmünze oder ein Luma, ich weiß nicht. Gut, dann vermute ich mal, hier am Anfang ist der Stern. Achso, der Anfang ist aber länger und da sehe ich schon was, oder? Nee, das war eine Blume, okay. Ja, hier glitzert es schon. Ist hier ein Luma? Okay, hier geht es nicht mehr. Hä? Nee, da vorne. Hier in der Nähe glitzert es irgendwo. Gut, ja. Greif mich halt an, verdammt. So. Okay, ich sollte erst warten, bis es sich dreht. Gut, jetzt habe ich das mal schnell ein und ich bin jetzt gerade ein bisschen leise, weil ich hinhören muss. Ist das die Blume? Nee. Glitzert immer noch. Gehst du da mal da drauf? Okay, das wollte ich nicht. Ich kann auf einer Wolke nicht die Sicht ändern. Oh, vielleicht auf dem Ding da drauf. Ja, hier ist ein Schatten. Oh. Aber jetzt habe ich nicht genug Wolken. Doch, es reicht. Okay. Durch Zufall entdeckt. Ich wollte eigentlich nur auf das Ding da springen, damit ich die Ansicht ändern kann. Aber gut. Ich nehme mich gerne. Nehme ich gerne, Leute. Okay, Freunde, 4 Sterne, ich würde sagen, das ist ein... Ja, das geht eigentlich so in einem Part. Und dann würde ich mich schon wieder verabschieden für heute. Ich will die Parts mehr immer so an 15 Minuten halten, weil ich überziehe zu oft. Ich muss mich echt mal ein bisschen strikter an meinen Upload-Plan eigentlich halten. Und naja, da ist es einfach besser, wenn ich 15 Minuten Parts mache. Sorry. Naja, okay. Ich hoffe, es hat euch gefallen bisher. Und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr es fandet und ja, bis dann und haut rein!